Arbeit. Ich kann nichts dafür. Er hat mich überfallen. Aber James, schämen Sie sich. Wollen Sie nicht zugeben, dass Sie mir direkt in die Arme gelaufen sind? White, ich hatte gesehen, dass die Stalltür offen stand. Da bin ich hingegangen, um nachzusehen, und da stand plötzlich... White, ich kann wirklich nichts dafür. Schon gut, James. Hunter, lassen Sie doch den alten Mann jetzt gehen. Wir sehen doch, dass er völlig fertig ist. Aber Hoheit, für wie naiv halten Sie mich denn? Ich möchte mich doch mit Ihnen eine Weile in aller Ruhe unterhalten. Und da würde es mich sehr stören, wenn noch andere Leute dazukämen. Tut mir leid, Hoheit. Aber ich kann James jetzt nicht erlauben, das Haus zu verlassen. Na schön, wie Sie wollen. Dann kommen Sie herein. Sie erlauben, dass ich vorgehe. Bitte? James, schließ bitte die Tür. James, Sie gehen vor mir her. Und Sie behalten bitte die Hände über dem Kopf, Hoheit. Halt! Hände hoch! Lassen Sie die Waffe fallen. Verdammt! Überrascht, Hunter? Halt Sie stehen, Hunter! Keine Bewegung. Darf ich vorstellen, das ist Inspektor Henderson von Scotland Yard. Ja, und wie komme ich zu der Ehre dieser Bekanntschaft? Gute Frage, Mr. Hunter.